Wie hast du gerade? Das war übertrieben lecker. Heute, wir testen das verrückteste Essen in Bangkok und gehen dabei fast pleite. 16,50 € für einen Saft. Nein! Wir testen die wildesten Kombinationen aus verschiedensten Einzelgerichten. Cookie, Käsekuchen. Und probieren die neuesten Foodtrends. Das ist ein schnellschmelzendes Eis. Es wird absolut crazy und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn plötzlich hat sich dieses Video in eine Folge Dschungelcamp verwandelt. Ich weiß nicht, wohin. Wieso wächst sowas in der Natur? Was darf es für Sie sein? Ein Thailand-Bangkok-Food-Video, bitte. Ich hätte gern mal einmal hier ein Thailand-Bangkok-Food-Video. Gar kein Problem. Ist das letzte, was wir haben. Deswegen, please, Leute, was geht aber jetzt? Willkommen zu diesem neuen Video. Wenn dieser Song erscheint, dann wisst ihr, wir sind in Bangkok und wir werden heute kulinarisch auseinandernehmen. Wir befinden uns tatsächlich wieder in Bangkok. Die Leute, die es gesehen haben, wir sind sehr spontan, beziehungsweise Adi ist sehr spontan hier hingekommen, weil ich mal wieder eine Folge Wie spontan bist du gedreht habe. Diesmal mit diesem wundervollen jungen Herrn hier. Thanks for having me. Danke, dass ich dabei sein kann. Das ist so cool, dass du könntest auch ein Donutverkäufer sein. Ja, Donuts, Donuts, fresh Donuts. Bei der letzten Foodtour, die wir hier gedreht haben, waren wir komplett überfordert. Also wir haben so viele Sachen vorher rausgesucht. Ich mache das eigentlich immer, dass ich recherchiere. Ich gehe durchs ganze Internet und schaue nach krassen Sachen, die man testen kann. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, eine Sache von den Sachen, die ich rausgesucht habe, getestet, weil es auf einmal überall krasse Sachen gab. In die anderen Sachen sind wir einfach reingestolpert. Und das Ding ist, Kim hat sich original so gefühlt. Mal so, mal so oder mal so. Das sind die Emotionen, die man hier durchlebt. Und deswegen dachten wir, ey, heute haben wir mal gar keinen Plan. Wir gehen einfach hier durch diese Food Halls. Die sind wirklich crazy. Und deswegen strollen wir jetzt einfach mal los und gucken, was uns hier ins Auge kommt. Hoffentlich müssen wir nicht immer zum Augenarzt, ne? Weil uns hier zu vieles ins Auge sticht. Eine Mochi-Waffel. Chewy and crunchy. Ich bin ja sowieso ein Mochi-Fan. Es gibt Mochis, es gibt Mochi-Ice-Cream. Jetzt haben wir Mochi mit einer Erdbeere drin gegessen. Mochi-Donuts, ein krankes Ding überhaupt. Aber eine Mochi-Waffel. Hier rein bitte. Ganz schnell. Hier rein. Wir teilen ganz viel, damit wir alles ausprobieren können. Genau. Probieren. Dein Gehirn. Du musst überlegen. Es gibt, was, au, no. Es gibt Original und French Kakao. Ich würde sagen, beide. Wollen wir mal probieren, beide. Echt? Wollen wir einfach nur Original? Hi, can we have the Mochi Waffle? The Original and the French Kakao. Während du hier auf deine Mochi-Waffel wartest, hole ich mir, glaube ich, einen scharfen Chicken-Fuß. So. Und einen Blutpudding in Kokosnussmilch natürlich. Was ist das? Das steht da. Ey, meint ihr, das schmeckt? Sag mal ehrlich. Ich habe die Waffelluft inhaliert und mir geht's wieder gut. Boah, das riecht krass. Choose your fighter. Ey, die fühlen sich so geil an, fühlen sich so richtig weich innen drin an. Weißt du, was ich meine? Would you want your hand? Wow. Boah, interessant. Innen drin ist das noch so ein bisschen, wie als ob es nicht ganz durch ist. Also es fühlt sich schon mal richtig geil an, weißt du, was ich meine? Ey, ich will alles aus Mochi. Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist so, das ist irgendwie so, ja, chewy, aber außen crunchy. Die haben schon richtig geil beschrieben. Ey, das ist das Geilste, ne, für mich. Das hat so einen richtigen Widerstand beim Kauen. Das ist wie so ein Mochi-Donut, aber halt mit so einer krustigen, crunchigen äußeren Schicht noch geiler. Ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so habe ich mit Julian diesen Mochi-Donut zum ersten Mal probiert. Dann ein Jahr später gab es den erst in Berlin. Das ist jetzt gerade so das neue Ding. Das bedeutet, das hier, Mochi-Waffles, würde safe, ne? Ich gebe jetzt meine Wette drauf, dass es auch irgendwann so einen Mochi-Waffle-Laden geben wird. Und den werde ich eröffnen. Digga, das ist so der Kanne. Das ist wirklich abnormal lecker. Vor allem, das ist nicht frittiert, weißt du? Die Donuts sind frittiert. Also ist so ein bisschen gesünder. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist gesund, aber schon geil. Boah, es ist so pervers. Das Ding ist, das ist eigentlich nur ein Topping für deren Acai Bowl hier. Aber wie gesagt, man müsste davon eigentlich einen richtigen Laden eröffnen. Toppings drauf, Soßen, Früchte. Das ist krass. Die nehmen das einfach so als nebensächliches Ding, weißt du, als Topping. Ja, das ist das Krasseste. Hallo, hast du die ganze Waffel aufgegessen gerade? Willst du mich verarschen? Also ich fand diese Original sogar noch geiler als die mit Kakao. Ja, fand ich auch auf jeden Fall. Hab ich gemerkt, dass du das so fandest. Sorry. Würdest du eine Schildkröte essen? Echt? Ich find lecker eigentlich. Ach, so eine. Oh, wie süß ist das? Das ist richtig süß. From Japan. Guck mal, Donut als Brot. Oh mein Gott, wie lecker. Oder eine Bowling. Eine Robbe. Ich werde heute arbeiten. Was darfst du denn jetzt wieder für mich sein? Ein Honey French Toast. Das sieht so geil aus. Oh. Ey, dieses Honey French Toast, der macht mich fertig. Hast du ein Erinnerungsfoto gemacht? Ja. Wollen wir es probieren? Wir sind noch gar nicht in unserem Main-Spot angekommen, wo wir eigentlich die Sachen probieren wollen. Wir können auch zwei Foodtouren drehen.
Also guck mal, ne? Ich habe gerade den krassesten Cookie, glaube ich, unseres Lebens gesehen. Was ist das bitte? Mayon Chili. Du machst alles, wo Mango drauf ist, Mann. Ich hab dich durchschaut. Aber wie krass sieht das denn bitte aus? Also jetzt mal for real, das ist doch nicht normal. Das ist doch ein krasser Keks. Das sieht aus wie ein majestätischer Keks. Und hier gibt's diese Cookies, diese Croissants mit Keks drauf. Aber das habe ich jetzt schon selber gemacht, das kann ganz schön treffen. Aber wir nehmen diesen Cookie da. Das ist ja das mit diesem, mit dieser Mangoblume da oben drauf. Hallo, Entschuldigung, kennt gerne alle. Can I have one of the Mayon Cheese Pie Cookie? Ich wollte nicht schützen. Das. It looks very wie zwei Persönlichkeiten, die zusammen trotzdem gut sind, weißt du? Also diese Waffel alleine ist schon so cool, weil die so zwei Containers hat, wo das Eis drin ist. Wir müssen das probieren. Genau. Can we have the Hokkaido ice cream? Er macht das mit Hand, das ist hier ein richtiges Handwerk. Wer soll noch eins machen, da haben wir einen Dreizack. Thank you so much! Ey, das ist das coolste Eis, was ich jemals gesehen habe, das ne? Sieht heftig aus. Ich bin total beeindruckt. Ich hätte niemals gedacht, dass da so viel Handwerk hintersteckt. Wir müssen uns aber beeilen, weil sonst schmilzt hier ich alles. Ich schmilzt richtig weg, oder wollen wir doch reingehen? Weil das ist, wir müssen, ja, es lass reingehen, es schmilzt. Oh, scheiße. Nein. Guck mal. Bombe. Ich schwöre, wir waren gerade eine Sekunde draußen mit diesem Eis, ne? Hä, aber es ist jetzt Kürbis-Eiscreme. Hokkaido ist doch der Kürbis. Sorry, ich muss es schon probieren. Alter. Was denn? Das schmeckt nach was Heftigem. Das ist einfach Kürbis-Eiscreme. Einfach Kürbis, oder? Nee, gar nicht. Wirklich. Nein, das schmeckt nach Kürbis, Bibi. Es tropft überall in meine Hände. Der schmeckt doch nach Kürbis, Mann. Nein, gar nicht. Oh Mann. Also es ist wirklich problematisch, in Bangkok, in Thailand, ein Eis zu essen, weil es dir einfach dahinter schmelzt. Ich habe noch nie so ein, das ist ein schnell schmelzendes Eis, also das ist das stressigste Eis, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist wirklich lecker, es ist wirklich extrem lecker. Ey, deine Hose man muss ja halt so ganz schnell Spaß haben, ne? Es ist so. Es ist komplett irre. So, Freunde, wir machen das natürlich auch alles wieder hier weg. Jetzt haben wir das Ganze, den Tatort hier auch bereinigt, ja. Ich muss sagen, sehr leckeres Eis, aber auch sehr stressig, ne? Ich finde, man muss ne, nur hier unten so sich so ein Überlaufbecken bauen. Digga, du hast auch Informatik studiert, Alter. Normal. Und dann tropfelt es da rein. Ja, und das hier ist natürlich ohne deine Maßnahmen. Und das hier ist natürlich mit Maßnahmen zur Erhaltung der Coastline. Schmeckt einfach nach Kürbis. Kim sagt, schmeckt nicht nach Kürbis. Was schmeckt das für dich? Nach Matcha. Nach Matcha? Das hier schmeckt nach Matcha. Ja. Der hier? Nach Vanille. Ich weiß nicht, wo der Kürbis sein soll. Du hast recht. Normal, Leute, gewöhnt euch da schon mal dran. Ey, wie geil ist dieser Kuchen, bitte? Dieser Bubble-Tea-Dings, ne? Der ist richtig krass. Es gibt hier einfach den Crispy Beer, Leute. Sieht ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Bisschen Disneyland. Aber ey. Es gibt doch jetzt hier diesen Trend, wo man so Croissants hat und dann werden die so richtig flach gedrückt. Flat Croissants. Und das ist auch sowas, nur in Bärchenform. Also es wird hier immer verrückter, Leute. Es wird hier immer verrückter. Oh mein Gott, was ist das Cooles? Hä? Einfach so bunte Brötchen. Einfach auch noch Rainbow. Bärchen, Kuchen, Brot. Ich komme gar nicht klar. This shit is going crazy. Ich kann nicht mehr. Was gibt es hier bitte für geile Torten? Diese kleinen Torten auch. Diese Cupcakes. Ey, das ist ja. Nee, das geht nicht. Hä? Das ist halt so süß. Ich habe noch nie so krasse Torten gesehen wie hier. Also, die lassen sich auf jeden Fall hier richtig was einfallen. Und was sind das bitte für Cake Pops? Ey, ich kann nicht mehr. Das ist so crazy. Was ist das alles? Also, hier ne, würde ich am liebsten jeden Tag Geburtstag haben. Jeden Tag eine andere Torte bitte. Oh, das stinkt. Das ist nicht die, die stinkt. Die stinkt. Ja, ich sehe, da kann man testen. You want to try? Come on. What is this? Is it like the stinky? Ah, let's go. Can I try a little? Okay, Adia, ist jetzt diese Stinkefrucht. Stink ich dann? Will I smell? Ja. A bit more. Das ist ja gar nichts. More. Gut? Ja, machst du? Das schmeckt nicht schlecht. Ja, ehrlich? Ja. Du stinkst so, ne? Let's go. Magst du das? Ist nicht schlecht. Zeig mal. Willst du mich verarschen? Probier doch mal, damit ich nicht der Einzige bin. Nein, Mann, das ist unheimlich. Sorry. Ich muss kotzen. Das ist auch die Kotzfrucht. Ja, ich kotze gleich. Nein. Ich höre, das ist so ekelhaft, ich hab mich voll zusammenreißen müssen damit. Boah. Hey, nein, dann isst du das. Nee, isst das jetzt mal bitte. Hast du das auch noch nie gegessen? Oh, thank you. Oh yeah, ich weiß nicht wohin. Es ist immer noch in meinem Mund. Thank you. Es schmeckt nach Stinkefuß und Kotze gemischt. Ich kotze. Warum isst man sowas? Ich kann gar nicht mehr. Wir haben gerade einfach Dschungelcamp gefunden. Wieso wächst sowas in der Natur? Ich hab am ganzen Körper Gänsehaut. Ja, guck mal, das entfaltet gerade seine volle Wirkung mit der Wachhaltigkeit jetzt. Boah, Alter, so ekelhaft. Ich muss irgendwas richtig Krankes trinken jetzt. Okay, wir brauchen ein geiles Getränk. Und dann müssen wir erstmal diesen Flat Croissant und diesen Cookie probieren. Ich würde am liebsten gerade 50 Minuten Zähne putzen. Oder das hier zwischen meine Zähne tun. Während du gerade auf eBay Kleinanzeigen unser Sofa verkauft hast,
habe ich dieses flache Croissant gefunden. Hä? Wie cool ist das? Es riecht so geil, es riecht nach Croissant. Ich stelle es mir unnormal crunchy vor. Ich stelle es mir unnormal geil vor. Mhm. Mhm. Crazy. Also es hat kaum mehr was mit einem Croissant zu tun, aber es ist echt geil. Eigentlich, was ja geil an so einem Croissant ist, ist, dass es so außen so crunchy ist und dann wird das so weich. Jetzt ist halt nur noch crunchy. Ist okay. Ich würde es nicht mehr flach drücken. Und auch nicht flach legen. Nee, auf gar keinen Fall. Smash. Nee, pass. Es wurde gesmashed und jetzt wird es gepasst. Einfach Frisbee. Okay. Das ist für mich dieses Schweineohr. Das ist bei Rewe, das ist bei... Aber halt Bärenohr. Es ist auch nicht so crunchy, wie man sich erwartet hat, ne? Unten, also so drin, ist es trotzdem noch so ein bisschen so... Geil. Ja, ist geil. Also ich hätte es mir irgendwie krasser vorgestellt. Nein, vielleicht ist es auch nicht das, was es sei. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch andere, krassere. Ich glaube, das ist einfach ein Schweineohr. Nein. Ich glaube, ja. Gefragt. Aber dafür haben wir hier diese Rolling Pin. Und ich glaube, das wird die Geschmacksknospen, ja, quasi durch so einen Tunnel befördern. Und dann kommst du raus in Nirvana. Nirvana. Es hat einfach eine eigene Verpackung. Es ist ein Giant Buttery Cookie filled with OZ Mayonnaise. Ach nee, nicht Mayonnaise. Mayong Shit. Cream Cheese Filling topped with Cookie Crumbs. Mayong Shit? Mayong Shit. Spiel Mayong? Also ein Keks, wo auch nochmal Keks-Crumble drauf ist. Wow. Ey, das sieht doch geil aus, oder? Also das ist ein Keks. Oh mein Gott, man kann ihn gar nicht hochheben. Oh mein Gott, er ist ganz flüssig und... Nee, es ist so ein feuchter Keks. Was? Der ist... Feuchst, oh mein Gott. Keks. Der ist... Ach, weil da Cream Cheese drin ist? Okay, das ist krass. Oh mein Gott! Das ist wie Cookie-Käsekuchen. Ey, hier gibt es so crazy Mischungen aus allem. Es ist so lecker. Es ist so lecker. Es ist ein bisschen durchgeweicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich glaube schon, weil innen drin halt dieser Käsekuchen ist. Also es ist... Wow. Boah. Ich habe das gar nicht geteilt, dass es ein Käsekuchen-Cookie ist. Hammer. Ja, ne? Ist geil. Abnormal. Also die Kombination aus Käsekuchen und Cookie, heftig. Freunde, wir sind endlich in der Mall angekommen, wo wir eigentlich nur hin wollten. Eigentlich nur hin wollten. Und wir halten unser Wort. Wir waren gestern hier und haben uns Ballets Sachen zeigen lassen und heute schnappen wir zu. Ey, hier ist richtig fancy Sekte. Was wollen wir? Ich muss mal schauen. What is this? Ja, erstmal hier probieren. Can we taste it? Du bist so ein kleiner Taster. Aber Black Cherry hört sich auch geil an. Du entscheidest jetzt, ob gut ist oder nicht, ne? Wie ist es? It's not so sweet, yeah? You know? Für die nicht-englischsprachigen unter uns, das ist nicht so süß. Black lang, Cherry, wow. Gibt es Strawberry? Ey, kacke, ich glaube, wir sind gerade auf die größte Touristenfalle unseres Lebens reingefallen. Wir haben gerade so viel Geld für diesen Scheißsaft ausgegeben. Was haben wir getan? Hier, deutsche Schwarzkirsche, Digga. Normal ist es teuer. Die müssen jetzt mal hier so Schwarzwälder Kirschsorten runtergeraspelt werden und dann reingefallen werden. Ey, wir haben gerade einfach einen German Black Cherry Saft getrunken. Ich sag dir so, der hat in Deutschland nicht so viel gekostet. Kannst du mal kurz ausrechnen, wie viel das ist? Scheiße, das sah irgendwie aus wie so ein Zaubertrank und ich dachte, wir wären ein Glücksbärchen danach. 16,50 € für einen Saft. Nein! Wie, was für Vitamine da drin stecken. Wir probieren das jetzt. Wir leben jetzt unser Live und stellen uns vor, wenn wir das nehmen, werden wir ein Glücksbärchen. Das kannst du dir vorstellen? Ich stelle mir vor, rast du dich aus gleich so mit Energy und so. Okay, ja, dann trink jetzt. Und bist du schon in einer anderen Sphäre? Unnormal, unnormal. Update. Ich traue mich gar nicht, den zu trinken. Gucken schon, weil du verarscht wurdest. Spaß. Ich schwöre, das schmeckt wie dieser 99 Cent Tetra-Pack-Saft. Wie kann man so traurig gucken? Gefährlich, ich wenigstens happy dabei auch. Wir haben geshaked. Da steht shake well before drinking. Ich hab doch geshaked. Ja, life goes on. We have a very nice juice. We take this bottle for forever. Hier ist ein Wasser. Scheiße. Freunde, wir haben noch so kranke Sachen probiert. Ein Oktopus-Tentakel, so ein ganz crazy Dessert. Und es wird wirklich noch abnormal crazy. Aber dieser zweite Teil wird auf den Vlog-Kanal kommen. Das bedeutet, geht alle auf meinen anderen Kanal, Kim from the Vlog. Dort kommt Mittwoch um 18.30 Uhr der zweite Part von dieser Crazy Food Tour. Und es wird wirklich crazy, Leute. Deswegen verpasst das nicht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt denen natürlich ein Like. Und wir sehen uns Mittwoch 18.30 Uhr, Date auf Kim from the Vlog. Willst du?